Willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch hier vorstellen: Ursus C330 kostet hier 15.000 Euro. 25 km/h soll er schnell sein. 35 Liter Tank Kraftstoff Diesel. 30 PS entsprechend 22 kW. Ja, damals das gute Stück. Leasing kostet uns hier 765 Euro am Tag. Dann haben wir hier Design farbig, hier eine Kabine für 200 Euro. Und dann wieder hier Standard als Cabrio. Dann haben wir Reifenvariante, wie wir hier sehen, Breitreifen. Sieht sehr schick aus, finde ich. Für 2000 Euro. Dann haben wir hier Radgewichte für 1200. Dann haben wir hier Breitreifen plus Radgewichte für 3000 Euro. Und dann wieder hier Standard. Immer sehen. Eins, was mich wundert, ist, dass hier, dass die Breitreifen 2000 Euro kosten und dann die Radgewichte hier 1200. Und hier im Endeffekt hier, dass es dann billiger ist. Das ist ein bisschen irritierend, aber ist ja wurscht. Ja, also dann haben wir hier Motorvariante für 1035 Euro. Hast du hier 31 PS, entsprechend 23 kW. Das ist ein bisschen wenig, wo man mehr hat, um ehrlich zu sein, für so viel Geld. Durch den Luftfilter weg habe ich auch mehr Leistung. Naja, egal. Naja, dann kaufen wir uns mal hier das Gerät. Bin ich auch mal ganz gespannt. Und kaufen uns den noch einmal hier als Standard. So. Dass wir hier vielleicht irgendwie einen Unterschied dann uns anschauen. So. Hat jetzt ein bisschen gehangen, kam mir vor. Und da sind wir jetzt hier in der Lok drin. Haben wir etliche Warnings und ein paar Errors wegen die Reifen, wie wir ja sehen. Und irgendwie ein Attacher. Irgendwie schade. Ist nicht wirklich ein schöner Mod von Ausschauen her. Steigen wir mal ein. Starten mal. Cool der Sound. Das Lenkrad habe ich vergessen einzuschalten, aber es geht jetzt schnell. So. Also jetzt haben wir hier 25, ne 24 km/h haben wir jetzt drauf. Fahren wir hier über unsere kleine Piste mal drüber, um zu sehen. Leider, wie wir ja sehen, ist hier kein Spiel auf der Achse drauf. Schade irgendwie. Das Modell starr wie ein Stück Holz. Naja. Aber Sound ist cool, finde ich. Bremslicht. Ja, Rückfahrlicht hat er keins. Nummernschild haben sie geklaut, wie es ausschaut. Die Blinker. Normale Licht. Dann gehen wir mal in die Innenansicht rein. Leider ist hier nichts animiert, wie wir ja sehen. Auch nicht hier das Gestänge hier an der Seite. Uppe. So, jetzt nehmen wir uns das andere Modell. Ja, wir wissen das. So. Dann gehen wir mal her und testen gleich mal. Weil hält der das Lenkrad so komisch? Bah, Wahnsinn. Ich bin jetzt schon allein schon weh von Zuschauen. Ah, leider hier geht die Zapfwelle hinten bei die Kupplung fürs Zugmaul, wie wir sehen. Der geht hinten ganz schön runter und vorne rauf. Dann schauen wir uns jetzt das hier noch gleich an. Ah, das Lenkgestänge ist animiert so her. Von innen aus sieht das nicht so aus, aber von der Außenansicht sieht man es. Das ist ganz gut. Wow! Dann sehen wir hier der Thatcher. Der geht ganz schön rauf und runter.
So, dann gehen wir mal hier den mal retour. Dann sehen wir jetzt hier, der Attacher passt ganz gut. Schauen wir noch vorne. Ups. Dann sehen wir hier auch noch, hat sich nichts geändert. Also starr ist wie ein Brett. Lüfter ist hier nicht animiert. Na, schieben wir mal vor. Wow. Vorne jedenfalls funktioniert. So, jetzt schauen wir uns jetzt mal genauer an. So her wirkt er richtig schick, schön alt, schön ausgeblichen. Aber halt leider ist der nicht fehlerfrei. Boah, hier die Rosttextur schön gemacht, aber hier sehr pixelig, wenn man näher rangeht. Wenn man weiter weg ist, so ja, sieht es sehr super aus. Aber wenn man rangeht, dann tut es schon ein bisschen den Augen weh. Aber sonst hier finde ich, ist der Mod ja nicht schlecht gelungen, außer halt diese Warnings, die starre Achse, die Textur halt hier halt sehr verpixelt halt ist. Vorne, das Grill, ja. Sieht schon sehr gut aus. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, dann schau es natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.